Mit besserer Raumordnung Ortskerne stärken und Verkehr vermeiden. Zersiedelung ist in vielen Regionen Österreichs ein Problem. Sie führt zu hohen Erschließungskosten für die Gemeinden. Flächenverbrauch und Bodenversiegelung nehmen zu. Die Alltagswege sind länger, der Verkehrsaufwand steigt. Es fehlt meist ein öffentliches Verkehrsangebot, weil für die Gemeinde zu teuer, auch Geh- und Radwege sind oft nicht vorhanden. Die Folge: Abhängigkeit vom Auto. Raumplanerische Fehlentwicklungen in der Vergangenheit haben dazu geführt, dass Ortskerne aussterben. Statt Kreisler, Bäcker, Friseur und Cafés finden sich heute im Zentrum vieler Gemeinden Abstellflächen für Pkw. Supermärkte und Einkaufszentren werden auf die grüne Wiese gebaut und sind meist nur mit dem Auto gut erreichbar. Die Folge: Einkäufe werden mit dem Auto gemacht. Bei einer 5000-Personen-Gemeinde summiert sich das auf über 2 Millionen Autokilometer pro Jahr. Könnten diese Einkäufe ohne Auto im Ort erledigt werden, würden so rund 300.000 Kilogramm an CO2-Emissionen vermieden. Kompakte Siedlungsstrukturen mit lebendigen Ortskernen fördern klimaverträgliche Mobilität. Die Bevölkerung ist dann häufiger zu Fuß, mit dem Fahrrad und öffentlichem Verkehr mobil und sitzt seltener im Auto. Eine klimaverträgliche Raumplanung sorgt für kurze Wege und eine gute lokale Nahversorgung. Dadurch reduziert sich die Verkehrsbelastung und die Aufenthaltsqualität im Ort steigt. Auch der lokale Handel profitiert. Was es dafür braucht? Verkehrsberuhigung und eine gute Infrastruktur für aktive Mobilität. Baulich getrennte Geh- und Radwege entlang von Freilandstraßen und zwischen Siedlungsgebieten. Sowie im Ortsgebiet breite Gehwege und Tempo 30 als Standardgeschwindigkeit, damit Ortskerne wieder zu Orten sozialer Begegnung werden. Chancen durch klimaverträgliche Raumordnung in der Stadt. In Städten ist die Konkurrenz um den öffentlichen Raum groß. Derzeit macht sich auf einem Großteil der Flächen der Kfz-Verkehr breit. Oft sind Gehwege zu schmal und die Radinfrastruktur ist mangelhaft. In einem autodominierten Verkehrssystem ist auch Versiegelung ein großes Problem. Asphaltierte Flächen können kein Regenwasser speichern und heizen sich an heißen Tagen stark auf, was zu Hitzestau führt. Die Anzahl an Hitzetagen über 30 Grad hat sich in Wien, Graz, Linz, Salzburg und Innsbruck seit den 1960er Jahren mehr als verdoppelt. In Jahren mit heißem Sommer gibt es in Österreich mehr Hitzetote als Verkehrstote. Was kann getan werden? Ein Erfolgsmodell für die Verbesserung innerstädtischer Lebensqualität sind sogenannte Superblocks. Wo vorher Wohngebiete durch Autostraßen zerschnitten waren, schaffen Superblocks einen verkehrsberuhigten Aufenthaltsbereich. Das Konzept stammt aus Barcelona, wo Superblocks schon mehrmals mit großem Erfolg umgesetzt wurden. Meist werden 3x3 Wohnhäuser zu einem Superblock zusammengefasst. Der Autoverkehr wird außen herum geleitet, zufahren dürfen nur Anrainerinnen und Anrainer, Zustelldienste und Einsatzfahrzeuge. Dadurch wird viel Platz frei für Begrünung, Sitzgelegenheiten, Spielflächen für Kinder sowie fürs Gehen und Radfahren.